Wir springen in die Gruppe 3, wo auch hier zwei sehr ausgeglichene Mannschaften aufeinandertreffen. Denn beide haben bisher einen Punkt gesammelt. Was sie unterscheidet, ist die Tordifferenz. Denn die Hannoveraner, die erste Mannschaft hier, verloren gestern mit 0:5 gegen Borussia Dortmund. Danach setzt es ein 2:2 gegen VfB Stuttgart. Die Mainzer hingegen verloren gegen Stuttgart mit 2:1 und schafften dann ein 2:2 gegen Dortmund. Also da gibt es noch gar keine richtig klare Aussage in der Gruppe, wo die Reise hingeht. Wir wissen in einer halben Stunde mehr, denn dann haben alle gespielt. Und dann sind wir sehr gespannt, wie sich diese Gruppe gestaltet. Hier beide Mannschaften in der Live-Tabelle mit einem Punkt, die anderen beiden mit 4. Das heißt, wenn man mit Dortmund und Stuttgart gleichziehen will, muss man in dieser Partie jetzt gewinnen. Bei Hannover auffällig, der Spieler jetzt mit der Nummer 11, vorne rechts in der Aufstellung, Mehmet Kalhan, Top-Torschütze der Hannoveraner mit 7 Toren in der Niedersachsenliga und ja, er machte den stärksten Eindruck, zumindest im Offensivbereich bei den Hannoveranern. Bei Mainz war das Ganze ja, sehr verteilt. Geschlossene Mannschaftsleistung. Die Mainzer. Mainz gestern einer der bewegungsstärksten, laufstärksten Mannschaften. Vorne ganz viel rotiert, sich sehr viel bewegt. Macht einen guten Eindruck, hat noch ein bisschen Pech mit der Chancenverwertung. Hannover gestern ja mit 2 Gesichtern. Ein wirklich ganz, ganz schwaches erstes Spiel. Dafür dann die Steigerung im zweiten. Natürlich werden aber ab heute Vormittag, sobald es in die K.O.-Spiele geht, die Karten neu gemischt. Während sich hier Ivan Vukovic was schwerer verletzt hat, hat sofort am Boden liegend angezeigt. Steht jetzt aber schon wieder selbstständig auf, das ist ein gutes Zeichen, auch wenn er humpelt. Muss auf jeden Fall raus. Kommt jetzt kaum über die Bande rüber. Und wird jetzt erstmal behandelt. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle an Ivan Vukovic. So, Schiedsrichterball geht zum 1:5. Und wir machen weiter in der Partie. Also Mainz wieder sehr, sehr tief. Beide Stürmer bis an den 16er ran. Und dann eine gute Laufbewegung. Wird viel gekreuzt. Jetzt die Mainzer erstmal im Schussversuch hier.
zweimal knapp daneben und knapp gezielt. Also wir haben gerade mal ein bisschen Rücksprache gehalten mit den Schiedsrichter-Experten, deswegen war ich auch gerade kurz weg. Die rote Karte für den Kölner Spieler gab es eben aufgrund einer Verhinderung des Tores mit der Hand. Das heißt, der Ball rollte Richtung Linie und der Spieler ist hingegrätscht und hat den Ball rausgeboxt. Dafür gab es dann die rote Karte. Ob der Spieler nochmal im Turnier eingesetzt werden darf, das wird zurzeit beratschlagt mit den Verantwortlichen. Auch das werden wir natürlich dann nochmal in Erfahrung bringen. Also, Entscheidung, rote Karte, korrekt. Wäre natürlich schade, wenn aufgrund dieser Geschichte, die er keinen verletzt hat, das ganze Turnier dann schon beendet wäre für diesen Spieler. Wir warten es ab. Zurück zu dieser Partie, wo es noch weiter 0-0 steht. Das war wieder gut gespielt. Also die Mainzer machen insgesamt den besseren, den dynamischen Eindruck. Kommen jetzt auch wieder ein Freistoß. Der Schussversuch ging wieder daneben. Also es ist bei den Mainzern typisches 2-2 zu erkennen. Das heißt, zwei Verteidiger hinten beim Torwart, zwei Stürmer, die sich ganz, ganz weit nach vorne ziehen, dann kreuzen, dann entgegenkommen. Dieses Viereck aus allen vier Spielern möglichst groß zu machen, um dann viel Raum und viel Platz zu haben. Hannover jetzt auch mal diese gute Gegenbewegung. Wenn ein Stürmer entgegenkommt und der Verteidiger dann nach vorne geht, dann ist sofort Tempo drin. Der Ball ging jetzt mal ins Zentrum und dann Freistoß. Also Mainz besser, aber noch nicht treffsicher genug. Jetzt ist wieder Mehmet Kalan auf dem Feld. Keeper Kegelmann. Wieder die Mainzer. Von hinten die Attacke. War zwar der Ball im Spiel. Freistoß vertretbar. Kaya, der den Ball da in die Mitte bringt. Hart umkämpfte Duelle jetzt und es gibt Freistoß für die Hannoveraner. Rechts erfahrene Partie. Mit vielen kleinen Fouls. Schussversuch und jetzt ist der Ball im Tor. Veit Kaya mit Gewalt ging es dann rein. Tor 1-0, verdiente Führung. In der zweiten Partie geht es dann gleich um den Gruppensieg in der Gruppe 3.
Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, beide mit 4 Punkten. Die Dortmunder natürlich mit diesem 5:0 gegen Hannover 96 etwas im Vorteil, was die Tordifferenz angeht. Nächster Schussversuch, aber Marvin Kegelmann ist zur Stelle. Hannover, ein Verein für gute Torhüter. Das regelrechte Talentschmiede. Bei 2 Hannoveraner Keeper einer jüngsten Vergangenheit wurden ausgezeichnet. Maximilian Brüning war das 2013, Norman Quinn 2012. Also gute Torwartausbildung da bei den 96ern. Auch wenn der jetzige Stammtorwart Ron-Robert Zieler in England ja sein Torwartspiel gelernt hat. Auch da war wieder ein Foulspiel. Also viele Nicklichkeiten, wenig Spielfluss. Das fehlt hier sicherlich zu den etwas dürftigeren Partien des Turniers. Hannover gefühlt ohne eine einzige echte Torschance in der Partie. Das nach 11 Minuten. Bin sehr gespannt, ob sie die 96er in den K.O.-Spielen steigern werden. Nächste Schusschance hier für Mainz. Aber auch das ist etwas ungenau. Christian Kinzombi mit dem Versuch. Hier das nächste Foul. Jetzt Kallan, der auch überhaupt noch nicht zur Entfaltung kommt hier in der Partie. Jetzt mal mit dem Ball gewinnen. Justin Taubert hier auf Kallan. Kallan und Foulspiel, es gibt Freistoß für Hannover 96. Jetzt hier Mainzer mit der großen Chance. Klasse Tennis gemacht und dann der Abschluss nicht gut. Das war Tolga Demirbas. Schön verarbeitet die Kugel, aber dann der Abschluss in die obere Etage. Und somit bleibt Hannover 96 im Spiel. Und macht jetzt den Ausgleich. Emanuel Skonditakis. Das ist eben so in der Halle. Wenn du deine Chance nicht nutzt, dann
Kann es sein, dass der Gegner aus dem Nichts trifft, und das ist hier passiert. Sekunden haben wir noch in dieser Partie. Und ehrlich gesagt, sind wir jetzt hier so traurig, dass die Partie dann gleich rum ist. Wir werden sie nicht vermissen. Der Ball wieder über die Bande. Hannover nochmal Ballbesitz. 20 Sekunden vor dem Ende. Abschluss nochmal für die Mainzer. Der Ball knapp vorbei. 8 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Es könnte noch für eine Schusschance reichen. Die kommt jetzt, aber dann noch zu schwach. Die Hannoveraner kommt auch nochmal. Noch 2 Sekunden. Das ist das Ende, weil der Ball knapp links vorbeigeht. 1:1 zwischen Hannover 96 und Mainz 05. Wir sind gleich zurück mit BVB gegen den VfB Stuttgart.